Hallo, liebe Leute, danke, dass ihr hier seid und danke, dass ich hier meine Meinung sagen darf. Momentan stehen in Deutschland zwei Meinungen unversöhnlich gegenüber, obwohl wir alle in einem Boot sitzen. Erstens die Corona-Gläubigen, die ihre Omas und Opas gefährdet sehen und die staatlichen Maßnahmen begrüßen. Und zweitens die Verschwörungstheoretiker, zu denen ich auch gehöre, die einen globalen Putsch vermuten, einen Wirtschaftskrieg mit Versklavung und Zwangsimpfung der Menschheit. Eine Gruppe wird am Ende Recht haben. Wenn die erste Recht hat, dann gibt es die sogenannte Übersterblichkeit, also eine statistisch nachweisbare Erhöhung der Gesamttodesfälle in Deutschland, verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre zur selben Jahreszeit. Sollte die zweite Gruppe Recht behalten, dann werden wir alle in ein paar Monaten arm und geimpft und gechippt und versklavt sein und im Chaos leben. Heute bitte ich die Corona-Gläubigen, dazu muss ich vielleicht etwas lauter reden, dass da hinten welche stehen, sich doch wenigstens einmal die Ängste der Verschwörungstheoretiker anzuhören. Denn sollten die Recht behalten, dann ist der Schaden ungleich größer. Ich bin Dr. Michael Lehmann, Allgemeinarzt im Nürnberger Land, Palliativmediziner, Berater für Ethik im Gesundheitswesen und stehe kurz vor der Rente. Mein ganzes Berufsleben hat mich die pharmazeutische Industrie begleitet. Schon den ersten Versuch einer Doktorarbeit lehnte ich ab, weil ich dafür zuerst bei einer Pharmafirma vorsprechen sollte. Diese Industriebranche, die chemische Produkte als Arznei verkauft, ist nicht organisch gewachsen, so wie beispielsweise die medizinische Kunst, sondern schlagartig um die Jahrhundertwende 19. auf 20. Jahrhundert entstanden. Die deutsche Firma Bayer erfand das Heroin 1898 und verkaufte es bis in die 30er Jahre als nicht suchterregendes Schmerz- und Schlafmittel. John D. Rockefeller, seine Familie stammt aus Rockenfeld in Rheinland-Pfalz, ein Superreicher der Erdölbranche, machte aus einem Abfallprodukt von Stadtgas, Asche, einen roten Farbstoff, Anilin, und den wollte er als Heilmittel verkaufen. Zu diesem Zweck setzte er Verbote für die Ärzte in den USA durch, Naturheilverfahren anzuwenden. Im Ersten Weltkrieg wurde tödliches Senfgas als Kampfstoff angewendet und hat als Nebenwirkung Tumore geschrumpft. Das war der Anfang von Chemotherapie. Bei der Gründung der UNO 1948 war wieder dieser Rockefeller mit seiner Stiftung als Geldgeber für die WHO zur Stelle.
Stiftung, Englisch Foundation, ist ein Steuersparmodell, das nur vorgibt, gemeinnützig zu sein. Eine internationale Stiftung genießt sogar juristische Immunität. Mund 2001 stieß die Bill Gates Foundation zur WHO. Ein Kaufmann aus der Computerbranche erhält das Monopol für Betriebssysteme mit Windows. Und er ist, wie sein Vater, erklärter Eugeniker. Eu heißt gut, also gute Gene sollen bevorzugt werden. Die Spezies Mensch soll optimiert werden. Erinnert uns das an irgendetwas? Und Gates will die Weltbevölkerung reduzieren, mit Hilfe von Impfungen. Das sagt er öffentlich. Deswegen gibt es keinen Grund, bei der auf uns zukommenden Corona-Impfung eine harmlose Grippeimpfung zu erwarten, auch wenn das der offizielle Tenor sein wird. Denn betrogen hat er auch schon, der Gates. Und zwar im großen Stil in Kenia 2013. Dort hat er 1,2 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter sterilisiert, unter dem Vorwand, sie gegen Tetanus zu impfen. Seine 42 Milliarden Dollar geben ihm die Führungsposition in der Weltgesundheitsorganisation. Wohlgemerkt, ist eigentlich eine Behörde. Dass man da privat investieren kann, ist, finde ich, ein Unding. Richtig. 2009 hat die WHO die Definition für Pandemie geändert. Von gefährliche weltweite Infektionskrankheit auf nur noch weltweite Infektionskrankheit. Und danach gleich die Schweinegrippe ausgerufen. Vielleicht erinnern Sie sich, damals war auch eine Pressehysterie. Angeblich sollten in Mexico City die Leute wie die Fliegen sterben. Die größte Pharmafirma der Welt, Hoffmann La Roche aus der Schweiz, verkaufte Impfungen an die Staaten. Impfungen, die die Menschen nicht wollten, weil sie erfahren hatten, dass es davon zwei Versionen gab. Eine für Reiche und Politiker und eine für die Massen. Und auch das Medikament Tamiflu war wirkungslos, wurde aber für Milliarden von den Staaten eingelagert und nach wenigen Wochen entsorgt. Heute, 2020, haben wir C-Punkt, ich versuche das Wort zu vermeiden, wieder ein harmloser Grippeerreger, der von den Mainstream-Medien frenetisch hochgepusht wird, so sehr, dass selbst viele intelligente und gebildete Menschen, die aber noch den GEZ-Medien vertrauen, auf den Trick hereinfallen. Ich könnte noch viel über Big Pharma erzählen, zum Beispiel der Contergan-Skandal aus den 50er Jahren mit den verstümmelten Gliedmaßen oder Agent Orange, Entlaubungsmittel aus dem Vietnamkrieg, was heute nach mehreren Generationen noch Missbildungen bei Babys hervorruft. Und die pharmazeutische Industrie betreibt in Deutschland momentan eine Marketingstrategie der künstlichen Verknappung. Das heißt, ständig wird der Verkauf gängiger Arzneimittel unterbrochen, im zeitgenauen Gleichklang aller Apotheken, inklusive dem Internet, und nach 6 bis 8 Wochen wieder freigegeben.
Das soll wohl dazu dienen, bewährte und preisgünstige Mittel auszutauschen gegen neue und teurere oder einfach nur zur Verunsicherung der Patienten beitragen, die Angst haben sollen, ihre gewohnten Tabletten nicht mehr zu bekommen. Liebe Zuhörer, die Manager dieser Branche sind echte Raubtierkapitalisten, ohne Gewissen für die ethischen Auswirkungen ihrer Betrügereien. Nur der Gewinnmaximierung verpflichtet. Über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in den USA eine endlose Reihe von Strafzahlungen in Milliardenhöhe durch die Pharmaindustrie, meistens für heimliche Indikationserweiterungen bereits zugelassener Medikamente, aber es gab keine Gefängnisstrafen für Manager. Ich war schon immer kritisch der Pharmaindustrie gegenüber, das gebe ich zu, und ich empfange auch seit 20 Jahren keine Pharmavertreter in meiner Praxis. Und ich bin Gründungsmitglied von MEZIS, den unbestechlichen Ärzten Deutschlands. Aber was jetzt passiert in diesem Land und auf der ganzen Welt, das hat mich nochmals zutiefst erschüttert. Weltweit sind alle wichtigen Politiker von Big Pharma bestochen, genauso wie Wissenschaft und die Medien. Und jetzt greift diese menschenverachtende Geldmacht nach der Weltregierung und sie hat sie schon erreicht. Diese Leute sind nicht nur einfach rücksichtslos, sie wollen alle Menschen chippen mit einer neuen Art von Impfung, Impfung in Anführungsstrichen. Eine nämlich, die unser menschliches Erbgut verändert. Und was das in den Menschen anrichtet, wird uns bisher vorenthalten. Dazu fällt mir ein, dass genverändertes Saatgut nicht fortpflanzungsfähig ist, damit die Bauer jedes Jahr neues Getreide, neuen Samen kaufen müssen. Und dass Genmanipulationen patentiert werden können. Und was heißt das, wenn ich genverändert bin und wer hat dann welche Rechte an mir? Gates hat von einer Reduktion der Weltbevölkerung um 15% gesprochen, mit Hilfe von Impfungen. Andere Quellen reden von viel höheren Prozentzahlen. Überbevölkerung, meine lieben Zuhörer, ist nicht das Problem der Welt. Nein, das ist nur ein weiterer Narrativ der Presse. Das Problem ist die Ungleichverteilung der Mittel und des Grund und Bodens auf der Welt. Momentan ist die Unterdrückung der Menschen durch den globalen Putsch des Bill Gates auf ein unerträgliches Maß gesteigert worden. Wir sind jetzt Sklaven einer unsichtbaren Macht. Wir werden am Arbeiten gehindert, sind erniedrigt zum Tragen von Atemmasken und zu sozialer Distanzierung. Es gibt Arbeits-, Reise- und Versammlungsverbot, flankiert von einer nie dagewesenen Hysterie der Massenmedien. Und diesen Zustand, der seit 3 Monaten anhält, müssen wir wieder loswerden.
steuern wir vielleicht in eine digitale Diktatur nach dem Muster Chinas mit 5G, Sozialpunkten und Umerziehungslagern? Normalität ist das Zauberwort für die Menschen. Alle wollen wieder Normalität. Aber Merkel sagt, Normalität nur nach der Impfung. Diesen Druck, den sie damit auf die Menschen ausübt, finde ich verdächtig. Wenn denn die Impfung das Ziel des globalen Putsches ist, was ist dann das Ziel der Impfung? Als Arzt finde ich die Anzahl von Impfungen, die wir heute schon haben, viel zu hoch. Ich habe noch nie einen Tetanuskranken gesehen oder einen Diphtheriekranken. Auch werden Impfungen weniger streng geprüft als Arzneimittel. Robert F. Kennedy Jr., der Neffe von John F. Kennedy, ein Impfgegner, hat herausgefunden, dass seit 32 Jahren in den USA überhaupt keine Prüfungen der Nebenwirkungen von Impfungen durchgeführt wurden. Ich habe aber viele behinderte Patienten, geistig und körperlich Behinderte, Epileptiker, Autisten, Spastiker, die in Einrichtungen untergebracht sind, deren Behinderung nie hinterfragt wurde. Und ich habe noch nie die Diagnose Impfschaden gelesen in irgendeinem Arztbericht. Besonders das Impfen von Kindern finde ich riskant. Quecksilber ist als Konservierungsmittel in Impfstoffen enthalten. Es zerstört im Experiment Nervenfasern und zwar frappierend rasch. Man kann das sehen, man kann zuschauen, wie die Nervenzellen zusammenschnurren im Elektronenmikroskop. Die Impfhersteller haben aber leider die Macht, diese Probleme totzuschweigen. Auch die Idee des Impfens wird kaum hinterfragt. Vorsorgliche Medizin darf nie riskant sein. Im Hippokratischen Eid haben wir Ärzte geschworen, nie unseren Patienten zu schaden. Ich finde, Ärzte sollten sich erstmal um Kranke kümmern und falls sie doch Gesunde behandeln, dann sollte die Unschädlichkeit ihrer Maßnahmen außer Zweifel stehen. Alle Menschen wollen Freiheit, Freiheit. Wir wollen wieder Moral und Recht und einen Staat, der seinen Bürgern verpflichtet ist und nicht der globalen Industrie. Und wir wollen alle das Ende der Lügen und der Lobbykratie in Berlin. Wir Deutschen hoffen auf einen Friedensvertrag. Ja. 9000 Deutsche haben in 5 Tagen genau das an die amerikanische Botschaft in Berlin getwittert, dass sie nämlich die Amerikaner um Hilfe bitten, uns von dieser C-Diktatur zu befreien. Aber erstmal müssen wir jetzt wieder arbeiten. Mittlerweile geben sogar offizielle Stellen zu, dass die Gefahr durch C vorüber ist. Wenn jetzt der Lockdown nicht sofort beendet wird, erkennen alle Menschen, dass es bei dem ganzen Spuk nicht um Gesundheit ging, sondern um einen betrügerischen Wirtschaftskrieg.
Deswegen fordere ich jetzt die sofortige Beendigung aller Maßnahmen, staatlichen Maßnahmen. Keine Maskenpflicht und keine soziale Distanzierung mehr. Und unsere Industrie, die unseren Wohlstand aufrechterhält, muss sofort wieder in Betrieb genommen werden. Und die Akteure, die das jetzt verhindern, sind vom tiefen Staat gelenkt und arbeiten für die Konzerne. Ja, der deutsche Michel ist langsam und gutgläubig. Deshalb rufe ich ihm zu. Aufwachen! Meine Damen und Herren, kommen Sie aus dem Sessel und zeigen Sie Ihr Gesicht. Sie werden hier gebraucht. Wir alle zusammen werden das Ding wuppen. Ich habe kapiert, dass der eigentliche Feind in diesem Dritten Weltkrieg die Globalisierung ist. Die globalen Konzerne, die keine Regierung und kein Gesetz mehr kontrollieren kann. Deshalb rufe ich jetzt auf zu Freiheit für alle Menschen, zu Impffreiheit. Und zur Freiheit von diesem neuen Faschismus in unserem Land. Skandieren Sie bitte alle mit mir. Freiheit, 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 Freiheit. Vielen Dank auch an die Organisatoren und an die Polizei.